Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich habe heute eine neue LE von Rival Loves Me mit am Start. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Das geht ganz einfach, ihr klickt einfach den Button Abonnieren, dann klickt ihr das Glöckchen und schon verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich lade immer zweimal in der Woche ein Video hoch, immer mittwochs und sonntags. Und jetzt kommt noch der kleine Disclaimer wie immer. Dies ist keine bezahlte Werbung, keine bezahlte Kooperation oder ähnliches. Alles, was ich heute benutze, habe ich auch alles selbst ausgesucht, selbst gekauft und selbst bezahlt. Und jetzt starten wir mit dem Video. Ich war in den letzten Tagen wieder bei Rossmann unterwegs und habe gesehen, dass es dort eine neue LE gibt. Und zwar ist es von Rival Loves Me, die Dare to Scare Limited Edition. Und da gab es einige schöne Produkte und ich habe das für mich Spannendste natürlich ausgesucht. Und das war hier die Lidschattenpalette. In der Limited Edition gab es noch Wimpern und auch einige Lippenprodukte, die mir allerdings sehr dunkel und sehr farbig waren. Die waren, glaube ich, blau oder grün und ein sehr, sehr dunkles Aubergine. Das war mir ein bisschen zu heftig. Wimpern nutze ich auch sehr, sehr selten, deswegen habe ich sie nicht mitgenommen. Und es gab noch einige Pinsel, die habe ich auch nicht mitgenommen, weil sie mich jetzt nicht so angesprochen haben. Aber ich habe mir hier die Lidschattenpalette mitgenommen. Packaging ist wirklich sehr einfach gehalten. Aber wenn man sich also hier die Farben anschaut, man hat super viele verschiedene Farben und sehr viel bunte Farben. Ich muss gestehen, die Palette hat mich schon inspiriert, weil sie wirklich sehr, sehr viele Farben hat. Aber für mich ist es jetzt eigentlich keine typische Halloween-Palette und auch keine wirkliche Herbstpalette. Ich finde die Farben zum Teil ein bisschen gewürfelt. Es ist schon eine schöne Palette, ganz klar, also sie lädt ein, viele farbige Looks zu schminken, beziehungsweise halt auch einige neutrale Looks. Also das funktioniert beides. Aber ich finde, dass die Farben ein bisschen gewürfelt sind und jetzt nicht unbedingt so richtig mega gut fürs Thema Halloween oder Herbst passen. Für eine Herbstpalette hätte ich mir jetzt tatsächlich mehr Grün- und Orangetöne gewünscht. Grüntöne haben wir da einige, aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu wenig. Und für eine Halloween-Palette hätte ich mir wirklich sehr viele mystische dunkle Farben gewünscht. Ja, es sind viele Violetttöne und auch sehr dunkle Töne mit dabei. Aber irgendwie, finde ich, ist das ein bisschen gewürfelt. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt von mir. Ich glaube aber trotzdem, dass man mit der Palette wirklich sehr schöne Looks schminken kann. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich mal. Ich würde heute mit den Augen starten. Die Base mache ich später fertig, weil ich nicht weiß, wie stark der Fallout ist. Und deswegen würde ich heute mit den Augen anfangen. Ich werde auf jedem Auge einen anderen Look schminken, dass ihr einfach mal eine Idee davon bekommt, was man mit der Palette machen kann. Ich gebe mir als erstes meinen Lidschattenprimer drauf. Das ist dieser hier von O2O, kommt in so einem kleinen Töpfchen, ist so eine kleine Pomade und den gebe ich einmal auf dem Augenlid auf. Als erstes werde ich jetzt in der Palette hier unten in dieses sehr starke Orange reingehen. Das gebe ich mir jetzt mal in der Lidfalte auf, um das schon mal als Übergangsfarbe so leicht zu verblenden. Das Orange ist drauf und hat wirklich eine gute Pigmentierung, ist eine schöne Farbe, richtig schön orange, schön knallig, das gefällt mir gut. Und ich habe auch nicht viel Mühe aufwenden müssen, um das Ganze jetzt auch so aufzubauen. Allerdings hat die Farbe sehr viel Kickback im Pfändchen. Ich mache jetzt weiter mit dem dunklen Grün hier oben. Das werde ich mir jetzt auch nochmal in der Lidfalte auftragen und richtig schön in das Orange reinblenden. Das Grün ist auch ganz gut pigmentiert, aber das wird sehr, sehr fleckig auf dem Auge. Das hat man öfters mal bei so sehr dunklen grünen Tönen. Die sind nicht immer ganz einfach, aber das ist schon ordentlich fleckig geworden. Ansonsten ist es ganz gut pigmentiert, ist okay. Man kann was damit anfangen und
das Pigment bleibt dann auch auf dem Auge. Ich würde jetzt ganz gerne mit einem dunkleren Ton noch weitermachen. Da sehe ich aber gerade, haben wir nicht wirklich richtig matte dunkle Töne. Also dieser Ton hier unten, der ist leicht perlig. Und auch dieser Ton, das ist eher ein Blauton, der hat auch einen leichten Schimmer drin. Sind also alles keine wirklich matten Farben mehr. Ich glaube, ich werde jetzt in diesen Ton hier oben reingehen. Der ist auch nicht wirklich matt. Das ist so ein sehr dunkles Braun. Den probiere ich mal aus, ob man damit das Ganze nochmal in der Lidfalte zum Verdunkeln bringt. Das Ganze hat sich jetzt auch wirklich noch ein bisschen verdunkeln lassen. Ich finde aber, jetzt verblenden sich die Töne nicht mehr wirklich schön miteinander. Ich bin eben nochmal mit dem Orange drüber gegangen. Das gefällt mir irgendwie nicht mehr ganz so gut. Und das Ganze hat auch relativ stark Fallout unter dem Auge. Das muss man ganz klar sehen. Ich habe es mir fast gedacht. Und auch in der Palette ist besonders bei diesen beiden matten Tönen, bei dem Grün und bei dem Orange, sehr viel Kickback entstanden. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Schimmer auf mein bewegliches Lid. Da werde ich im vorderen Teil hier dieses helle Grün auftragen. Und im hinteren Teil werde ich nochmal in diesen sehr dunklen Braunton reingehen, um das Ganze jetzt auch nochmal so nach außen zu verdunkeln. Okay, ich habe jetzt hier unter dem Auge nochmal ein bisschen gesäubert, hier mit so einem Mikrofasertuch. Und ich habe hier auch so die Kante so ein bisschen gesäubert, dass wir die ein bisschen schärfer und gerade haben. Auf dem beweglichen Lid habe ich ja den Grünton aufgegeben. Der ist sehr schön, aber ich finde sehr gemutet. Also ich habe schon in anderen Paletten, gerade auch von Rival Loves Me oder von Rival de Loop, Schimmertöne gehabt, die einfach mehr, wie soll ich sagen, mehr Schimmer einfach hatten oder mehr Metallic-Effekt. Das ist ganz nett, aber sehr gemutet. Genauso auch der dunkle Ton hier hinten, der hat einen leichten Schimmer drin, der kommt aber gar nicht wirklich raus. Ja, ist nett, aber haut mich jetzt gerade noch nicht so vom Hocker. Ich habe jetzt dann auch im Nachgang nochmal so ein bisschen Grün und Orange versucht zu verblenden. Ich finde, das Grün lässt sich nicht so richtig super gut verblenden. Es ist sehr stark fleckig. Man muss da ein bisschen mehr Mühe aufwenden. Das Orange ist dann beim Verblenden auch nicht mehr wirklich orange, sondern einfach so ein bisschen schmutzig. Aber es ist okay. Ist auch noch in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es geht gar nicht. Aber man muss wissen, dass man ein bisschen mehr Mühe mit aufwenden muss. Ich werde jetzt an meinem unteren Wimpernkranz noch entlang gehen. Da benutze ich als erstes auch den Orangeton hier, den werde ich komplett einmal unten zum Ausblenden verwenden. Dann werde ich das dunkle Grün im hinteren Teil aufgeben und im vorderen Teil werde ich dann nochmal schön mit diesem sehr hellen Grün, mit diesem Ton drüber gehen, um das Ganze hier vorne ein bisschen heller zu gestalten. Das lassen wir jetzt erstmal so, den Rest schminken wir später fertig. Jetzt werde ich an dieses Auge gehen und da versuchen für euch einen etwas anderen Look zu schminken. Ich würde jetzt auf dieser Seite gerne einen etwas brauneren Look schminken, so ein bisschen an den Herbst angelehnt und auch so ein bisschen alltagstauglicher. Ich sehe aber gerade ein wirklich mattes Braun, habe ich in der Palette gar nicht drin, sondern nur ganz, ganz viele Violetttöne, von denen auch nur zwei matt sind. Die möchte ich aber gerade nicht benutzen. Mir ist gerade nicht nach Violett. Ich würde jetzt als erstes, ja, würde ich in diesen Ton hier reingehen. Das ist ein Rot, ein sehr, sehr dunkles Rot. Ein sehr schöner, bäriger Ton. Der hat allerdings auch ein bisschen Schimmer drin. Ich versuche das mal so aufzutragen, dass es in der Lidfalte eben nicht ganz so doll schimmert. Wobei eigentlich haben die Schimmerfarben ja nicht so den Ultraschimmer mit drin, deswegen könnte das ganz gut funktionieren. Wir probieren das jetzt mal aus. Okay,
okay, das hat ganz gut funktioniert, muss ich gestehen, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Es schimmert auch nicht wirklich, also wenn man hier jetzt im Spiegel ganz genau schaut, dann sieht man schon einen leichten Schein, aber es ist wirklich ein sehr gemuteter Schimmer, deswegen kann man das durchaus auch in der Lidfalte ganz gut verwenden. Jetzt werde ich mir das Ganze noch etwas mehr abdunkeln. Dazu werde ich jetzt auch wieder dieses dunkle Braun verwenden. Das werde ich mir jetzt auch nochmal in die Lidfalte setzen, um diese jetzt zu verdunkeln. Als nächstes werde ich mir jetzt diesen Ton hier aufs bewegliche Lid geben, und zwar in den vorderen Teil, und in den hinteren Teil werde ich mir diesen rotbraunen Ton geben. Sind beides auch wieder Schimmertöne, auch wieder mit diesem sehr gemuteten Schimmer, und das Dunkle, wie gesagt, gebe ich nach hinten und das Helle nach vorne. Das Helle ist so ein richtig schöner, ja, so ein leichter Peach-Ton, leicht bräunlich. Das werde ich mir, wie gesagt, einfach mal vorne aufsetzen, mal schauen, wie das funktioniert. Okay, also dieser vordere Ton, den ich aufgesetzt hatte, hier, dieser hier, der sieht im Fähnchen eher so ein bisschen, ja, so leicht rostorange aus. Und auf dem Auge sieht der eher rosé aus. Hat auch wieder diesen gemuteten Schimmer. Ich hatte auch Schwierigkeiten, den hier aufs Lid aufzubringen, dass die Pigmente da gut halten. Das hat nicht so gut funktioniert. Das Braun hier hinten, dieses hier, das sieht man auch nicht wirklich. Das hat jetzt irgendwie farblich nicht so einen richtigen Unterschied nach vorne. Finde ich gerade ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt einfach nochmal im hinteren Teil diesen rotbraunen Ton hier aufgeben. Ich würde das nochmal versuchen, ob das nochmal was bringt, um hier nochmal ein bisschen mehr Dunkelheit reinzubringen. Diesen dunkleren rotbraunen Ton sieht man jetzt etwas besser, aber auch hier ein sehr gemuteter Schimmer. Ja, ich habe mir auch den Look ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe irgendwie gedacht, dass der nicht so rot wird. Aber gut. Was mir aufgefallen ist, ich habe in der Palette keinen wirklichen Topperton, dass man sagt, man hat hier ein schönes Champagner oder so. Das habe ich hier in der Palette nicht. Um hier nochmal irgendwelche Highlights zu setzen im Inner Corner oder auch hier so im Übergang hätte ich gerne was Helles gesetzt. Das habe ich hier nicht drin, das fehlt mir. Mir fehlen etliche matte, dunkle Töne und vor allen Dingen auch ein paar matte, Brauntöne. Also ja, das würde mir jetzt in dieser Palette fehlen. Dafür vielleicht ein bisschen weniger von diesen gemuteten Schimmertönen. Das hätte mir jetzt etwas besser gefallen. Aber nichtsdestotrotz, wir machen das Auge jetzt fertig. Im unteren Teil setze ich jetzt wieder diesen rötlichen Ton hier. Das Ganze werde ich dann auch wieder verdunkeln hier mit diesem dunklen Braunton. Und dann werde ich versuchen, im vorderen Teil auch wieder hier dieses, ich weiß nicht, was es für eine Farbe ist, Rosé. Ein Rosé mit ein bisschen Orange, sage ich mal, das da noch aufzugeben, um das Ganze dann auch zu vervollständigen. Auch hier hatte ich sehr starken Fallout und auch viel Kickback in der Palette. Und ich muss auch gestehen, dass die Schimmerfarben, wenn man die mit dem Pinsel aufnimmt, dass die auch sehr viel Kickback in der Palette haben. Ich werde jetzt noch einen Liner ziehen und dazu benutze ich ganz neu von Essence den Lash Princess Liner in Black Waterproof, diesen hier. Davon gibt es ja auch schon eine Mascara, die super gut ist und auch sehr gehypt wird, zu Recht, wie gesagt. Und jetzt haben sie hierzu einen Liner rausgebracht, den möchte ich gerne ausprobieren. Ist also so ein Stift-Eyeliner, so ein Filz-Eyeliner, den ich ganz cool finde. Hat eine große Spitze, auch im hinteren Teil eine sehr dicke Spitze. Das heißt, damit kann man auch sehr große Wings und sehr starke Wings zeichnen. Wir probieren den mal aus, was der so kann.
Der Liner hier ist drauf, das ist auch ein ganz guter Liner. Ich konnte auf jeden Fall einen schönen Wing mitzeichnen. Allerdings ist mir aufgefallen, die Spitze ist sehr fest und sehr kratzig. Wenn man jetzt also empfindliche Augen hat, so wie ich, dann kann das super schnell zu Reizungen führen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass dieser Liner auf jeden Fall nicht schnell leer gehen wird. Der hat eine gute Farbabgabe, aber wie gesagt, der ist schon ein bisschen kratzig von der Spitze. Da hatte ich schon andere, die einfach ein bisschen geschmeidiger übers Auge gegangen sind. Wenn ihr also empfindliche Augen habt, müsst ihr das mal vorher austesten, wenn möglich. Aber das könnte bei euch zu Augenreizungen schnell führen. Jetzt gebe ich mir noch ein bisschen Mascara auf die Wimpern. Und da habe ich auch was Neues mitgebracht, auch von Riva Loves Me. Und zwar ist es die Make Them Jealous Mascara. Diese hier. Die hat mich ein bisschen angesprochen, weil sie ein ganz cooles Bürstchen hat. Ich zeige euch das mal. Das ist also ein geschwungenes Gummibürstchen. Und das hat, wie soll ich das beschreiben? Die Zacken, die sind so ein bisschen wie so ein Kamm. Und das würde ich ganz gerne mal ausprobieren, ob das gut funktioniert. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Diese Mascara hat die Wimpern, wie ich es auch erwartet habe, gut getrennt, aber auch super schön verlängert. Dadurch, dass das Bürstchen an sich sehr schmal ist, kam ich auch wirklich überall super gut hin, ohne mich gleich überall anzuditschen und überall zu verschmieren. Also das hat wirklich super funktioniert. Und ich gebe jetzt nochmal die Never Seen Before Mascara drüber. Das ist einfach, um nochmal ein bisschen mehr Volumen reinzubringen. Ihr wisst, ich nutze immer zwei Mascaras. Und damit kann ich einfach dann so den besten Effekt aus meinen Augen rausholen. Das gefällt mir, wie gesagt, ganz gut. Die Wimpern sind richtig toll geworden. Jetzt mache ich einmal noch meine Base off-camera einmal komplett fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe meinen Look einmal komplett fertig geschminkt. Und komme jetzt einfach für euch nochmal ganz kurz zum Fazit. Als erstes hatten wir hier die Dare to Scare Lidschattenpalette aus der Limited Edition von Riva Loves Me. Schwierig. Ich finde sie ganz nett und ich freue mich auch, dass ich sie gekauft habe. Ich würde sie aber kein zweites Mal kaufen. Farbschema ist für mich nicht wirklich dem Herbst angepasst und auch nicht wirklich Halloween. Die Farben sind teilweise auf dem Auge anders als im Pfännchen, das finde ich schwierig. Dann haben die Farben, also zumindest die matten Farben, extrem viel Fallout und auch viel Kickback in der Palette, das muss man wissen. Mich stört es nicht wirklich, aber man muss es einfach wissen, um damit auch richtig arbeiten zu können. Denn wenn ich jetzt vorher schon die Base komplett fertig gehabt hätte, dann wäre das einfach grundsätzlich schwierig geworden, da eben mit den matten Farben zu arbeiten. Dann hat man ruckzuck hier unterm Auge eine versaute Base. Das muss man, wie gesagt, wissen. Auch die Schimmerfarben hatten teilweise viel Kickback in der Palette, wenn man sie mit dem Pinsel aufgenommen hat. Dazu muss ich auch sagen, dass die Schimmerfarben nicht wirklich krass schimmern. Also es ist sehr, sehr gemutet. Ja, also da hatte ich schon andere Paletten, gerade von Riva Loves Me oder von Riva de Loop, die da einfach besser funktioniert haben. Bei den matten Farben ist mir noch aufgefallen, gerade bei diesem Grünton, dass der sich schwierig hat verblenden lassen. Da habe ich viel Arbeit reinstecken müssen und er war auch teilweise fleckig. Also das muss man auch wissen, dass man da eben ein paar Minuten mehr Arbeit rein investieren muss. Auf dieser Seite hatte ich eben das Problem, dass dieser sehr helle, ich weiß nicht, braun-orange-Ton, dieser hier eben nicht so aussieht wie im Pfännchen, sondern dass der einen krassen rosa Stich hat. Entsprechend ist diese Seite hier auch eher lila geworden, obwohl ich das so gar nicht gewollt habe. Ich wollte euch da was Alltagstaugliches schminken. Ich finde, dass das mit dieser Palette nicht unbedingt möglich ist, was Alltagstaugliches zu schminken. Es fehlen ganz, ganz viele matte Töne, um verschiedene Farben auszublenden. Vor allen Dingen auch mal ein dunkles Braun, ein mattes, womit man richtig schön ausblenden kann.
Ich finde das schwierig auf jeden Fall für Anfänger. Wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid und einfach sagt, hey, das ist total cool, ich stehe auf Farben, go for it. Könnte wirklich für euch eine gut geeignete Palette sein. Ansonsten, ich würde sie nicht nochmal kaufen. Und wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, wenn man eine richtige Halloween- oder Herbstpalette kreiert hätte. Das ist weder noch, das ist von allem irgendwie was, aber es fehlen ganz viele Basics. Es fehlt zum Beispiel auch ein gescheiter Topperton, dass man irgendwie sagt, ein schönes Champagner, womit man nochmal ein Highlight schaffen kann. Das ist da alles nicht wirklich gegeben. Wir haben zwar einen tollen silbernen Glitzerton, den hier, aber ich habe eigentlich auch nicht wirklich viele Töne, um den anzuwenden. Also ich habe hier zum Beispiel noch einen Schimmer Silber und einen Schimmer Grau. So, dann haben wir noch einen Schimmer Schwarz und einen Schimmer Dunkelblau. Toll. Also irgendwie, ich finde, da fehlen ganz viele matte Farben. Klar sind diese Schimmertöne auch teilweise nutzbar in der Crease. Es funktioniert. Ich hätte es trotzdem schöner gefunden, wenn es einfach mehr matte Farben gegeben hätte und dafür ein paar außergewöhnliche Schimmerfarben, die irgendwie was Besonderes machen. Und nochmal einen richtigen Topperton dazu. Das wäre einfach so mein Wunsch gewesen. Ich würde sie jetzt nicht nochmal kaufen. Ist keine schlechte Palette. Sie funktioniert, wenn man weiß, wie man sie anwenden muss. Aber ich würde sie jetzt nicht nochmal kaufen. Dann hatte ich als nächstes den Lash Princess Liner von Essence. Diesen hier. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Produkt. Ich glaube, dass es für viele von euch auch funktionieren wird. Allerdings fand ich, dass die Spitze ein bisschen kratzig ist. Und auch der Filzstift vorne an sich ist sehr fest. Wer empfindliche Augen hat, könnte damit auf jeden Fall ein Problem kriegen. Ansonsten glaube ich, dass es ein sehr gutes Produkt ist, ein guter Liner, mit dem viele von euch klarkommen können. Zu guter Letzt hatte ich hier noch die Mascara von Rival Loves Me, die Make Them Jealous Mascara. Die ist echt ziemlich cool, hat mich sehr überrascht. Das Bürstchen ist ein bisschen anders als andere Silikonbürstchen. Das hat richtige kleine Kämmchen dran. Und es ist sehr schmal, dass man auch wirklich in alle Ecken rankommt, gerade wer auch kleine Augen hat. Das finde ich ganz cool und ich muss gestehen, dass mir die Mascara wirklich sehr, sehr gut gefällt. Die hat eine schöne Länge gezaubert und auch die Wimpern schön separiert. Das hat mir definitiv gut gefallen. Mich würde jetzt noch interessieren, habt ihr die neue Limited Edition von Rival Loves Me schon entdeckt? Dieses Dare to Scare? Habt ihr vielleicht was draus gekauft? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genauso würde es mich auch interessieren, ob von euch schon mal jemand hier diese Lash Princess ausprobiert hat, diesen Liner. Hat das schon einer probiert von euch? Schreibt mir das ebenfalls gerne in die Kommentare, da bin ich sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß, bis zum nächsten Mal.